Der war bei Boltax und Yalan. Unten in den Gefängnis-Arrestzellen, viele der Dukatengardisten, die noch davor stehen. Mittlerweile wurden wohl die ungehorsamen Maraskaner selbstverständlich wieder freigelassen und das ist nur noch eine einzige Person in euren Kerkerzellen. Und zwar die Stadtwache, die sich als Morius bereits tief in der Nacht zu erkennen gegeben hatte. Yalan, möchtest du, dass ich das kurz und schnell mache oder wollen wir ein richtiges Verhör anstellen? Definiere kurz und schnell. Ja, ich könnte ihn verzaubern, sodass er denkt, wir wären auf der Stadtwache, in seinem Wachbüro und ich wäre der ihm Vorgesetzte und er würde Bericht erstatten. Nun, selbst am Hof in Wiener gebietet es die Paras-Gefälligkeit, den Mann erst normal zu befragen. Nun gut, dann befragen. Sollte er sich als Retinent erweisen, wirst du sicherlich deine Anwendungen finden. Gut, befrag ihn erst, diesen Morion, und dann für den Fall, dass alle Stricke reißen, kann ich ja mit meinem Zauber bereitstehen. Dann ziehe ich ihm den Jutebeutel-TM vom Kopf. Und sehen an. Nun, Morius, nicht wahr? Ja. Verzeiht bitte das unbequeme Arrangement. Ich fürchte, ob der kurzfristigen, aber auch kurzfristigen Ankunft können wir nichts Bequemeres zurechtmachen. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, nach einem netten Gespräch zwischen uns beiden werdet ihr schnell in einem bequemeren Gemach einquartiert werden können. Ich weiß eh nichts. Na gut, kommen wir direkt zum Punkt. Irgendwer wird euch beauftragt haben. Ich bin Stadtwache. Mein Kommandant hat das gemacht. Und der wäre? Borromeo. Borromeo. Euch und eure 5 Kumpanen, ja? Naja, er war selbst einer mit dabei. Aber ja, die anderen 4. Bin seit 6 Jahren dabei. Nichts Ungewöhnliches. Und ihr arbeitet für das Haus Florius? Wir arbeiten als Stadtwache. Aber Florius ist der. Der Mann dahinter, ja. Und was könnt ihr uns über diesen Mann erzählen? Roberto Florius. Tja, ich würde sagen, er ist kompetent. Ich habe ihn noch nicht oft gesehen, also er ist halt ein Grande. Die geben sich halt nicht mit so Kruppzeug wie uns ab. Ich bin halt nur eine Stadtwache, Mann. Irgendeine. Weiß echt nicht viel. Nun, dann sagt doch, Morius, ihr wollt euch nicht zufällig ein wenig, sagen wir, Taschengeld hinzuverdienen? Doch, immer. Nun, hervorragend. Und was haltet ihr davon, wenn wir euch bald eurem Tagwerk nachgehen lassen und uns natürlich sehr erkenntlich für die Unbequemlichkeiten entschuldigen? Auch, sagen wir, fortlaufend. Und im Gegenzug dazu, haltet ihr uns einfach grob auf dem Laufenden, falls noch weitere, ihr wisst schon, Mordfälle unter seltsamen Umständen geschehen oder ihr mitten in der Nacht losgeschickt werdet, um jemanden festzunehmen. Ihr wisst schon, Kleinigkeiten. Was kriegt denn pro Tag? Nun, sagen wir verdoppeln euren Tagessatz. Und alles Weitere ist nun erfolgsabhängig, quasi. Ja. Solltet ihr natürlich mit etwas besonders, sagen wir, Interessantem zu uns kommen, sind wir durchaus bereit, eine größere Summe springen zu lassen. Okay, das klingt gut. Machen wir so. Hervorragend. Seht ihr, ich wusste doch, wir kämen zu einer Übereinkunft. Ich mache ihn dann los, oder ich lasse ihn von Dukanianisten losmachen, ich habe ja nur eine Hand. Ja. Hervorragend, dann kram ich irgendwie, ein bisschen Bargeld werde ich ja haben. Was kriegt dann Stadtwache? 3 Taler am Tag? Ja, klingt gut. 2 Taler, ja, ja doch, 2 Silber ist keine Gefahren da. Ja, wie gesagt, ich kram irgendwie 3 raus, leg noch einen drauf als Aufwandsentschädigung, weil er heute Nacht nicht bei seiner Familie sein konnte. Hervorragend, wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Ey, ich hab gesehen, wie viele Dukatengardisten ihr hier so habt. Also, ich bin zwar nicht so gut, aber ey, ihr habt Gold, ich mach alles. Nun, wie gesagt, solltet ihr mit etwas besonders Interessantem zu uns kommen, lässt sich ja auch über eine besser bezahlte Anstellung auf unserer Seite reden. Okay, gerne. Alles wie immer leistungsabhängig. Wo kann ich euch finden? Hier auf dem Schiff oder wo soll ich Meldung machen? Immer hier auf dem Schiff, ja. Okay. Oder, wenn euch dies zu heikel ist, könnt ihr natürlich jemanden schicken. Dann treffen wir euch an. Ja, das klingt gut. Dann schicke ich irgendwie einen Jungen oder sowas und unterschreibe das dann mit M. Okay? Genau. Hervorragend. Nee, M. Das ist auffällig. Ich unterschreibe mit W. Ich habe gelernt, das ist umgedrehtes M. Ja, das ist sehr clever. Ist richtig, oder? Auf jeden Fall. Interne Notiz, er kann schon mal rudimentär schreiben. Nun, also, Morion, es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Ja. Und ich sehe eine glänzende Zukunft für euch. Ja, danke. War wie gesagt nichts Persönliches. Eine silbern glänzende Zukunft.
Ja. Wie gesagt, war nichts Persönliches, ne? Also, tut mir leid, dass ich... hast du den Arm verloren? Nee, ne? Den hattest du vorher schon. Ihr tun alle nur unsere Pflicht. Nun gut, dann seht besser zu, dass ihr nach Hause kommt. Ich bin mir sicher, man macht sich schon Sorgen. Ja, glaube ich nicht, aber ich gehe mal. Bis später oder so. Nun, Boltax, verzeiht, dass ich euch den Imagine nicht da war anwenden lassen, aber ich war überzeugt, dass er nichts wusste. Na, ist ja in Ordnung. Ich meine, es spart meine Kräfte und... Oh. Ich bin mir sicher, wir hätten ja noch einiges über das Verhältnis zwischen seinem Kommandanten und diversen Granden herausquetschen können, aber... Ja. Ja, vielleicht müssen wir diesen Kommandanten Bormeo heißt er, glaube ich, einmal aufsuchen. Immerhin haben wir jetzt einen Fuß in der Tür. Sprechen wir doch zuerst miteinander. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg ins Oberdeck. Ja, währenddessen in eurem, dort, wo die Kranken normalerweise versorgt werden, wo auch die letzten paar Wochen auch der ein oder andere tote Mann lag, wohl nicht von euch, aber vor allem die angeschwemmten Risso, die ihr damals bei Chalvins Thron entdeckt hattet. Nidia von Pericum ist anwesend und natürlich auch ihre Gnaden Nitilius, während Diamantis gerade den Toten betrachtet. Die Wunde wurde soweit gesäubert, dass sämtliche Glassplitter des Mengbilla entfernt worden sind und auch eine Giftanalyse steht schon wohl bereit, sodass es sich dann wohl eben um einen sehr starkes Waffengift gehandelt hat, was natürlich keine Überraschung sein sollte, aber dass man Purpurblitz benutzt, ist wohl tatsächlich etwas, da wollte wohl jemand sehr sicher gehen. Na, das war ja eine kurze Befragung. Es war eher ein Anstellungsgespräch. Nun, ich denke, das ist auch eine Art von Erfolg. Wir bringen eine Einladung etwas fragwürdiger Natur. Und zwar von dem Herrn Florios, dem Kommandanten der Stadtwache. Er würde gerne mit euch sprechen, Jalan, und sich entschuldigen, wie er uns ausrichten ließ. Natürlich. Rafim? Ja? Hast du deine Ansicht zu? Naja, vielleicht sticht er euch ab. Vielleicht aber auch nicht. Also auf eine Entschuldigung könnt ihr wohl nicht hoffen. Ja, da glaube ich jetzt auch nicht dran. Aber nun, mir scheint, will er mit euch reden. Ja, mir scheint, hier könnte es sich um eine Gesprächsanladung der Marke Anbruch handeln. Ihr erinnert euch ja noch daran. Naja, wenn ihr zu ihm geht, dann seid ihr in seiner Hand. Rafim. Soll ich mitgehen? Ich kann sehr gut dafür sorgen, dass Leute nicht mehr in irgendjemandes Hände sind. Wir müssten eventuell durch die Erde gehen, aber... Vielleicht sollten wir alle mitgehen. Wurde die Einladung denn nur für eine Person ausgesprochen? Und er wollte euch sehen und wo ihr hingeht, gehen wir auch hin. Das dachte ich mir auch. Mehr als am Tor anweisen können sie uns nicht. Ah, das dauert ja dann noch länger, dass ich mit der Spinne reden kann. Mit der Spinne? Oh, ihr habt recht, wir wollten mit dem Spinnenforscher reden. Dies sollten wir auf jeden Fall vorziehen. Ich möchte mehr über dieses Gift erfahren. Wir haben eine Stunde. Nun, wenn ich mich nicht täusche, ist die Akademie auf dem Weg zum Silberberg? Nun, ihr wollt uns nicht auf den Silberberg sprechen, sondern in der Nähe des Chortempels, ne? Das ist noch. In der Kommandantur. In der Nähe des Chortempels sein. Und ich bin nicht sicher, ob dieser Spinnenforscher überhaupt an der Akademie anzutreffen ist. Captain, ihr entscheidet. Wir sollten zuerst diesen Granden aussuchen, diesen Oboto Florios. Ihr könnt es anhören, was er zu sagen hat, und dann immer entscheiden. Eine wichtige Sache, was machen wir nun mit der Leiche? Schaffen wir sie fort oder bleibt sie hier? Sollte die Leiche sich als nicht kompromittierend erweisen, wäre es das Göttergefälligste, sie an den Dreierstempel zu überstellen. Ich bin allerdings noch nicht überzeugt, dass Amar Steljak nicht in der Sache hängt. Wir warten erst einmal. Beauftragt kann der Setianer damit, sie einzubalsamieren und aufzubauen. Wo ist denn diese Kiste, Kapitän, von der Boltax erzählt hat, wo diese Tränke drin sind? Vielleicht sollten wir den schon mal solche Sicherheit neben die Leiche stellen. Nun, was braucht ihr denn? Ein Trank, der einen kleiner macht? Ich weiß nicht, hat das irgendeinen Namen, Boltax? Ich denke, ich habe da was Richtiges. Wacht kurz. Ich würde mal zurückstufen in meine Kabine. Die Kabine abschließen vorher, danach.
Die Kiste rausziehen unter meinem Bett und dann diesen Zwergentrunk für TD rausnehmen. Ist das die gute Aloris Mangrove Kiste? Ja, genau. Oh. Wir verschließen die Kiste über dem Bett schieben und dann zurückstiefeln. Aber ich bin der shady Typ hier, oder was? Das ist die Überraschungskiste. Ja, in jeder siebten Kiste ist ein Zwergentrunk. Okay, das müsste reichen. Ethelia, wenn es irgendwelchen Ärger gibt, löst die Leiche den Trunk ein und Monia schafft sie fort. Sie schrumpft auf ein Fünftel der Erdchengröße. Na, zumindest lösen wir sie nicht in Säure auf. Schafft sie weg. Säurefass bekommen wir hier auch bestimmt irgendwo. Nein, dafür bin ich nicht zu haben. Nun, wie gesagt, idealerweise möchte ich die Leiche hinterher wieder überstellen und vernünftig bestatten können. Also, bart sie auch so gut ihr könnt. Ja, ich schau nach, wo er landet und leg ihn dann in einen Becher oder so etwas. Vielleicht eine Urne. Jalan will irgendwas sagen, überlegt es sich dann besser und geht einfach weg. Ja, nur dass ich das einmal erwähnt habe. Wir werden keine Granden umbringen, gut? Natürlich werden wir nicht versuchen, einen Granden umzubringen. Wir wollen schließlich ihr Geld. Ich müsste euch aktiv davon abhalten, einen Granden umzubringen. Aber Rafim, wir wollen schließlich ihr Geld und ihre Flotte. Und was nützt uns das, ihn umzubringen, wenn ihre Erben dann noch weniger kooperativ wären? Rafim, nur eine kurze Frage. Wenn ich einen Granden mit meinem bezaubernden Wesen verzaubere, dann wäre das in Ordnung, oder? Naja, wenn ich das nicht merke. Merke ich das nicht. Wenn ich das merke, dann setzt es was. Ja, ist in Ordnung. Das ist so, als würde ich den Hochkönig hauen, Boltax. Das könntest du jetzt auch nicht. Das geht halt nicht. Das ist richtig, das stimmt schon. Oh, eine Sache noch. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand von euch noch allein in der Stadt bewegt. Nehmt immer mindestens einen Gardisten mit. Weil, wenn ihr könnt. Deswegen wollte ich fragen, können wir uns denn auf die Treue der Dukatengarde hier in Anfa verlassen? Naja, wir bezahlen sie also im Prinzip ja. Oder ihr bleibt allesamt zusammen. Ich will mich da nicht einmischen, aber als gemeinsame Helden seid ihr einfach unangreifbar, wenn ihr zusammenbleibt. Verständlich, aber wir wollten nicht unbedingt alle mit Sudamin in den Raya-Tempel marschieren. Schließlich sind einige von uns verheiratet. Oh, nun, das kann ich natürlich verstehen. Außerdem glaube ich nicht, dass mich jemand angreift. Nicht in dieser Stadt. Und ich glaube nicht, dass mit normalen Angreifern Probleme haben sollten. Nun gut, gehen wir. Hören wir uns an, was der Mann zu sagen hat. Und bringen wir ihn nicht um. Meint ihr, Katze Tintiana hat noch eine Kiste von diesen Tränken? Von welchen Diamantis? Wenn ich mich durch die Heiltränken. Wir hatten ihn angewiesen, einige herzustellen. Ihr könnt schauen, ob er sie beschriftet hat. Ja, ihr solltet Acht geben. Ich habe gehört, dass manche Alchemisten mit Absicht ihre Tränke falsch herum beschriften, um dass die Gifte dann die Heiltränke sind und so weiter. Bei dem Chaos und seiner Kajüte, wie soll ich da denn irgendwas finden? Nun, dann schlage ich vor, ihr fragt ihn später, wenn wir ihn treffen. Boah. Ich glaube, so viel Zeit ist nicht. Ich werde mal ein Auge reinwerfen. Vielleicht nicht das erstbeste Trinken, aber vielleicht hat er es ja beschriftet. Passt auf, dass ihr nicht einen mit Einbeere erwischt. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist ein giftiges Zeug. Das ist eine Eigie, eine Heilpflanze, was Zwerge vertragen wir nicht. Ich werde es mir merken. Dann gehe ich in die Kajüte und schaue mich mal um in dem ganzen Chaos. Vielleicht finde ich ja eine Kiste mit Heiltränken. Ja, würfel mal auf Kochen oder auf Alchemie oder Sinneschärfer-Schwert. Oder Hauswirtschaft. Oder Hauswirtschaft. Ja. Hauswirtschaft kann ich nicht anbieten. Kochen wird's wohl auch drei nicht Punkte. Sein. Ich nehme mal die Sinneschärfe erschwerte. Ja, ein Stück. Schauen wir mal, was du so entdeckst. Die guten, nochmal zu gefährlichen Heiltränke. Boy! Wir haben ein Traumwind-Elixier. Ich würde da mein Glück für einsetzen wollen. Hast du Glück? Ich glaube, das nehme ich nicht. Nee, ich glaube, du hattest kein Glück. Ist doch ein neuer Tag. Ach so. Oh, er hat keinen Chip mehr. Ja, gut. Ich hatte gesagt, Nacht von auf. Auslegungssache. Na gut. Zweimal Glück. Okay. Dann
sagst du. Wenn es jetzt zählt, dann zählt's. Ja, na komm, dann zieh ich dir einen Punkt Glück ab und dann bist du vorher auch durch. Hast du eigentlich deine Nachtregeneration gewürfelt? Ja, hab ich. Okay. Alles klar, dann würfelt neu. Okay. Ja, damit ist es geschafft. Und nur gerade so. Ja, du so. Musst ein paar Bücher zur Seite räumen und dir fällt dabei wohl auf, dass viele der Bücher wohl angefressen sind oder sowas. Vielleicht hat er hier irgendwelche Nagetiere, also so Ratten an Bord sind halt immer schon ein Problem, aber als das so eben auf die Seite gefallen ist, kannst du halt erkennen, wie das wohl eins der Tagebücher ist, die wohl verschwunden ist. Du blätterst kurz durch, irgendwie Boltags Tagebücher aus dem Jahr 900. Achtung, und dann, ja, du kannst es nicht mehr erkennen, weil das Datum fehlt, irgendwelche Landschaftsbeschreibungen, aber die Ratten haben sich da wohl irgendwie durchgenagt. Und kleine Anmerkung, die da wohl auch mit Buchstaben, sind das Buchstaben oder sind das Zahlen? Sie bewegen sich so ein bisschen, deswegen kannst du es nicht genau erkennen, ob das jetzt Buchstaben oder Zahlen sein sollen. Ja, zumindest räumst du die Bücher beiseite und kannst dann in einer der Kisten auch sowas sehen wie Einbärenheiltrank und daneben ohne Einbären, Klammer auf, für Boltax, Klammer zu. Vielleicht Boltax seine Tränke nicht wegtrinken möchte, dann nehme ich mit Einbären. Ja, aber Boltax hat ja gesagt, du sollst nicht die mit Einbären trinken, die sind ja nicht gut. Der gute Abelmir hat mir gesagt, dass das nur für Zwerge nicht gut ist, aber ja, ich vertraue da mal auf Abelmir. Gut. Ja, kannst du dann dir einen D-Trank nehmen? Würdest du ihn gleich entkorken, oder? Ja, klar. Ich weiß nichts von Qualitäten oder so. 3W6 plus 6. Und stellst dann die leere Flasche auch wieder dann auf den Labortisch. Damit schließe ich auch meine Wunde. Ausgezeichnet. Ungefähr 10 Minuten später könnt ihr wieder aufbrechen und spürt immer mal wieder die Schritte, die hinter euch dann euch folgen, die Stiefel der Stadtwachen. Während ihr dann ungefähr eine Stunde lang über die große Stadt dann geht, an der großen Arena vorbei, Diamantis fällt auf, dass hier wohl gebaut wird. Also es sind wohl große Ladungen mit Sand vor der Arena aufgetürmt und Rohre, die sie verlegen. Also was auch immer sie da vorhaben, in 4 Tagen soll ja ein Kampf stattfinden. Irgendwie wollen sie da wohl was aufbauen. Ich würde dann weiter an den Sklavenmärkten vorbeigehen, die verschiedenen Windeltreppen nach oben immer mal wieder ansteigen. Über euch dann der mächtige aufsteigende Vulkan, der dann schwarz irgendwo über euch liegt. Und dann wieder an dem Sitz der Hohen Rates der 12 vorbeigehen, am Bierhammer Tor, wo ihr die anderen Tag über dann euer erstes Bier getrunken hattet, und dann zur Kommandantur der Stadtgarde gehen, gegenüber vom Kor-Tempel bzw. dem Mabo-Tempel. Ja, nachdem ihr euch dort kurz einmal vorgestellt habt, eine großzügige befestigte Anlage direkt vor dem Bierhammer Tor, werdet ihr dann auch durchgelotst zu Oboto Florius, dem Kommandanten der Stadtwache. Ein sehr fleischiger Mann, hühnhaft stiernackig, mit Glubschäuglein und einer Gurkennase, der hier in seinem Büro allerlei aufgebaut hat, wartet da wohl auch. Und was dem Rondra-gefälligen Recken auffällt, ist, dass hier wohl eine ganze Menge an Amazonenstatuen stehen, die er hier zu Schreinen hat aufgebauten lassen. Und blickt dann von einigen Dokumenten auf und erhebt sich tatsächlich sogar. Ah, Monsieur Florius. Ah, sprechen. Greifenmond. Verzeiht die Verzögerung. Nun, kein Problem. Kann ja mal passieren. Wir haben die Stadtwachen auspeitschen lassen. Verfehlung im Dienst. Allerdings vermissen wir eine. Ihr wisst nichts darüber. Ich konnte tatsächlich beobachten, wie einer sich von den anderen entfernt hat. Auch den wird die Peitsche treffen. Ich nehme an, er wird seinen Dienst in einiger Zeit wieder antreten, wenn er nicht schon hier ist. Er wird der gerechten Strafe nicht entkommen. Nun, aber setzt euch. Eure Gefährten, eure Mithelden habt ihr mitgebracht, ja? Man hört ja schon einiges von euch. Ein Drachen, ja? Ja. Es war eine große Schlacht, aber wir haben ihn letztlich geschlagen und die unbezwingbare Legion von Jakmonit bezwungen. Naja, Kleinigkeiten eben. Kleinigkeiten? Nun, ihr müsst wahrhaft große Kämpfer sein. Hippolyta wäre stolz auf euch. Oh ja, das wäre sie. Eine wunderbare Frau.
Gut, gut. Nun, ich wollte mich, wie gesagt, am Namen der Leute, die ich eigentlich beauftrage, entschuldigen. Ja, als Anführer muss man natürlich zu den Verfehlungen stellen und Scheiße fällt immer von oben nach unten. Keine Sorge, dafür sorge ich noch. Beziehungsweise habe ich schon gesorgt. Aber bitte, denkt euch nichts dabei. Wir wissen ja alle, wie schwer es ist, zuverlässiges Personal zu finden. Tja, da muss ich wohl irgendeiner Verschwörung aufgesessen haben, dass man uns so mit übel mitgespielt hat, was? Ja, es war sogar ein ziemlich übler Vorwurf, mit dem wir uns da plötzlich konfrontiert sahen. Mord, ja, ich habe schon gehört. Allerdings konnte man gar keine Leiche finden. Nun, schon merkwürdig, oder? Das würde ich auch doch gehofft haben. Schließlich habe ich, soweit ich informiert bin, niemanden ermordet. Tja, ich wüsste auch nicht, wer da ermordet sein sollte. In einem Bordell? Nun, das Etablissement erschien mir angemessen, aber nichtsdestotrotz wisst ihr ja, wer sich in solchen Läden teilweise herumtreibt. Und vielleicht ist es an der Reiherkirche. Man hat wohl euch dort erwischt, oder nicht? Nun, natürlich. Das meinte er mit, ihr wisst ja, wer sich da rumtreibt. Ich sagte, das ist nicht ganz die richtige Wortwahl, denke ich. Ich sagte, wer sich manchmal dort herumtreibt. Man empfahl es mir, es ist nichts gelegener zum Feuerstempel. Keine Sorge, Jalan, wir werden eurer Frau nichts sagen. Danke auch. Jedenfalls, vielleicht ist es an der Zeit, dass die Reiherkirche einmal ein wenig die Hand auf solche Geschäfte legt, hm? Tja, da muss die Reiherkirche was zu sagen. Liebreizende Zulamin vielleicht. Oh, es ist nicht mein Heimattempel hier. Und ich war bei dieser ganzen unseligen Angelegenheit nicht zugegen. Tja, aber ich kenne ja meine Männer und meine Frauen. Ich bin ja nicht blind auf den Augen. Na, für ein Geldchen hier oder ein Säckelchen dort drücken sie immer ein Auge zu. Sie machen eigene Patrouillen, eigene Routen, die sie machen, um anderen Tavernenwirten etwas abzupressen. Ich denke, wir können froh sein, dass niemand nachhaltig zu Schaden gekommen ist. Tja, das möchte ich meinen. Solche Missverständnisse können ja aus der Hand laufen, wenn man nicht aufpasst. Richtig, richtig. Wie gut, dass niemand ermordet wurde. Also richtig, abseits dessen. Aber ich bin in einer Zwickmühle. Seht ihr, ich bin konsequent in allen Führungsangelegenheiten. Meine Männer haben versagt, das heißt, sie werden gepeitscht. Allerdings habt ihr euch gegen die Stadtwache aufgelehnt, das kann ich nicht so stehen lassen. Jetzt kommen irgendwelche Helden in meine Stadt, die in den mittelreichischen Landen hier und da Leute verdroschen haben und als Mordbuben umherlaufen und jetzt kommen sie nach Alanfa und verprügeln meine Männer und Frauen. Aber natürlich, ihr habt recht. Ich muss euch leider ein eigenes Säckelchen, ein kleines Entgelt abpressen, um mein Auge zuzudrücken. Oh, ich hätte da eine wunderbare Idee. Kommt doch auf unsere kleine Soiree an Bord, die wir gerade planen. Und da können wir dann alles Weitere besprechen. Das ist eine Soiree. Das ist ein horasisches Wort für eine ausladende Feier mit kleinen Häppchen. Ich hätte euch gar nicht für einen Horasier gehalten. Ich bin auch kein Horasier, aber es ist ein horasisches Schiff. Da dachte ich, wäre es angebracht, so etwas zu sagen. Außerdem ist Boltags ein Mann von Welt. Ja, ja. Tja. Eine hervorragende Idee jedenfalls. Ich bin mir sicher, die weiteren Umstände werden bis dahin klar sein und ihr könnt eine, sagen wir, genauere Forderung formulieren. Schließlich muss der preisgefälligen Ordnung Sorge getragen werden, da habt ihr vollkommen recht. Ah ja, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Das können wir nicht einfach so auf sich beruhen lassen, auch wenn es auf einem Irrtum beruhte. Ja, wie gesagt, ich entschuldige mich für diesen Irrtum gerne und bin froh, dass euch nichts passiert ist. Warum kommt ihr denn nicht in einigen Tagen bei uns vorbei und dann können wir eine Übergabe organisieren? Natürlich mit einer Quittung und allem, ihr versteht. Ausgezeichnet. Hervorragend. Nun, solltet ihr... Schickt mir einen Boten. Natürlich. Solltet ihr ein wenig, sagen wir, tatkräftige Unterstützung brauchen, ihr wisst schon, jemand, der vertrauenswürdiger ist als der durchschnittliche Stadtbüttel, könnt ihr euch immer an uns wenden. Werde ich tun. Nun, dann sei runter mit euch. Sagt, was führt euch nach Alanfa?